Welcome back, Patterson. I hope you've had a chance to warm up after your visit to the North Pole. Because time is of the essence for this next mission. We're sending you to the Steinberg salt mine, located just outside of the Austrian village of Alt Aussee. The Third Reich has used the mine as its all-purpose safety deposit box, creating a vast cache of paintings and sculpture. The Nazis have had over 6 years to plunder the riches of Europe. They've looted art from personal collections and museums, stealing almost the entire cultural heritage of Western civilization. Now, I know I might not look it, but my college minor was art history. And it gives me grief to no end when I think about everything that's been lost in this war. All the art that's been destroyed in the never-ending artillery barrages and bombing raids. 2 days ago, our intelligence intercepted a communique from the regional governor ordering the destruction of the Steinberg salt mine and all the artwork inside. The garrison's commander responded enthusiastically that the place would be wired with enough explosives to destroy not only the mine, but part of the adjoining town as well. Sadly, this situation is not without precedent. Last year, after the invasion, Hitler ordered the general in charge of Paris, von Dietrich von Czolitz, to burn the city lest it fall into Allied hands. For history's sake, Czolitz refused and declared Paris an open city, saving it from certain destruction. Unfortunately, what Czolitz did was an aberration in the way your typical German officer thinks. There's a jeep waiting for you outside, Lieutenant. Stop this madman from carrying out his orders. Dismissed. Ja, wunderbar. Willkommen zu dem neuen Part von Medal of Honor. Okay, dann... Ich einfach mal los. Ich habe noch nie davon gehört, dass der Colonel so emotional gegenüber einer Mission wurde. Die Seite von ihm habe ich noch nie zuvor gesehen. Er muss... Du musst ihm echt ans Herz gewachsen sein in den letzten Jahren. Oder in dem letzten Jahr. Das klingt, als würdest du in eine sehr gefährliche Situation geschickt worden sein, oder... Ja. Bitte sei vorsichtig. Nachdem der Krieg weiterhin gegen die Deutschen, weiterhin schlecht gegen die, für die Deutschen stand, wurden sie immer und immer depressiver oder verzweifelter. Also erwarte äußerst harten Widerstand, wenn du zu dem Mineneingang vordringen willst. Jetzt, da wir beide gelernt haben, was eine Panzerschreck ist, habe ich dem OSS-Quartiermeister, eingeredet oder sowas, dass du eine ebenbürtige Waffe mit auf diese Mission bekommst. Aber denke daran, sie nicht innerhalb abzufeuern, denn es kann dich mehr verletzen, als es sie verletzt. Es wird noch ein paar Tage dauern, bevor die alliierten Armeen dich abholen oder sowas. Also wir brauchen dich, wir werden dich dafür brauchen, die Infrastruktur so stark zu zerstören, wie es nur möglich ist. Den Teil habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Irgendwas mit keine Ahnung. Dass da irgendwas an einem großen Generator oder an großen Generatoren dran sind oder sowas. Und das sehr stark bewacht wird. Ich bin da echt momentan nicht ganz fit für. Aber naja, das Benzin wird allerdings nicht so stark bewacht, also kann ich mit meinen Sprengsätzen die Benzintanks zerstören. Penis! Dann geht's auch mal weiter. Ja, okay. 4 Minuten sind schon um, oder was? Das ist aber jetzt ein bisschen krass. Naja, wir haben natürlich jetzt auch wieder sehr interessante Dinge bei uns. Und zwar ein M1 Garand. Eine Thompson. Und eine Bazooka. Aber sowas. Und Granaten natürlich. So, die Gegner haben natürlich jetzt auch wieder, Bazooka. Beziehungsweise Panzerschreck, aber... Ja, die jetzt nicht, glaube ich. Aber Wurst. Das heißt, ich muss sehr, sehr aufpassen. Wo schieße ich hin, ey? Denn es kann sehr schnell ins Auge gehen, das ist das Problem. Na? Denn wenn die mich einmal treffen, bin ich am Arsch. Und Fraps macht gerade Probleme. Fraps? Na? Ich werde mal eben kurz Fraps nochmal... neu starten, wir sehen uns gleich wieder, Leute. So, Leute, und wisst ihr, was das Tolle ist? Gleich um die Ecke hat jemand schon eine Bazooka in der Hand.
Waffen wechseln. Oh, holy shit. So, Kollegen. Nicht mit mir. Doch, da hat er die gehabt. Und natürlich bekomme ich Munition dafür. Wunderbar. Okay, hier in dieser Mission ist das alles sehr, sehr schwierig. 3 Sterne zu kriegen. Die Frage ist natürlich jetzt, wieso ist das denn so schwierig? Lalala. Ja, ich habe keine Ahnung. Hier gibt es auf jeden Fall ziemlich viele Gegner, die man übersehen kann. Und das ist das Schwierige daran. Na, du brauchst mit Sicherheit nicht aus so einer Distanz zu schießen. 100 Pro. Traut sich nicht. Nein, das wollte ich doch eigentlich jetzt nicht aufnehmen. Naja, scheiß drauf. Okay. Du bist weg und natürlich schieße ich natürlich zuerst auf den ohne Bazooka. Leck mich doch. So ein Scheiß. Ja, na, hast du mich gesehen? Da kannst du natürlich so weit von stolz auf dich sein, dass du mich gesehen hast. Verrecke! Ich habe jetzt nicht sonderlich viel Lust, jeden einzelnen hier noch gekonnt umzunatzen, ey. Verrecke. Wow. Ich bin jetzt einfach mal fies und baller die alle mal so um. Ich habe jetzt einmal Lust dazu. Muss einfach sein. Da kann ich jetzt nichts anderes gegen tun. So. Links, alles frei. Wunderbar. Ah, ja. Genau. Nein! Verdammt, ich wollte eigentlich ein bisschen weiter runter. So, hier dagegen. In der Gegend sollte ich den eigentlich weghauen. Ja, wunderbar. Dann werde ich mal hier ein bisschen weit in die Luft jagen. Vielleicht ist da ja irgendwas Interessantes für mich drin. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es zumindest. Ja, wunderbar. Eine Granate kann die Kiste so natürlich zerstören, ne? Einfach wenn sie durchfliegt. Wunderbar. Diese Logik. Gefällt mir immer wieder. Da habe ich gerade schon ein bisschen, ja, glaub ich gerade eine Feldflasche gesehen. Hoppala. Dahinter. Ja, da habe ich doch richtig geguckt. Hier ist nichts mehr, hier auch nicht. Na, 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 na. Geh weg, geh weg, geh weg. Hoppala. Ja, warte mal. Ja. Nee, da hat auf jeden Fall jemand eine Bazooka, das weiß ich. Oh, ja, Todesschätze. Weg. Kommen hier jetzt eigentlich noch welche? Geh mal kurz ran. Hallo! Alter, wie viel halten die Kisten denn aus? Krasse Scheiße. Und die Dinger gehen sofort in die Luft. Geh mal kurz hier hin. Vielleicht gibt es hier hinten ja noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es hier auf jeden Fall sehr schwer war. Aufgrund der Tatsache, dass es hier ziemlich viele Gegner gab, die auch relativ versteckt waren. Dass das ein bisschen schwierig war, dann 3 Sterne zu bekommen. Ja, komm, leck mich doch! Mann! Schon wieder bin ich halt tot. Mann, jetzt stirb doch einfach mal! Was ist denn da so, was ist denn so schwer daran? Ihr schluckt so viele Kugeln, da könnt ihr doch einfach mal so verrecken. Da ist wieder Energie. Die nehme ich jetzt auch direkt. Na los, und da auch nochmal. Ich hoffe, ich habe jetzt mindestens einen davon. Natürlich nicht. Wieso auch? Die müssen ja nicht sterben. Weg! Hey, der hat sich gesorgt. Wie einfach mal ungenau diese scheiß Thompson ist. Die ist nicht nur ungenau, die ist auch noch... Fuck. Ich hab den doch ein bisschen was in die Brust geballert, ey, Leute. Das war ohne Witz. So langsam aber sicher fühle ich mich echt verarscht. Da rechts ist auch schon wieder einer, den ich nicht sehen kann. Das ist ja wunderbar. Bitte, stirb. Danke. Ah, ich kann es echt nicht gebrauchen, wenn ich da irgendwie 3000 Magazine für einen so einen Kack-Idioten brauche. Nun ja, ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich hier irgendwo noch einen Feldarztkoffer finden kann. Nur wo ist das jetzt die Frage? Nein, nein, nein. Ich habe keine Munition mehr, what the fuck? Oh Mann. Ja, 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 komm weg. So sollte es sein. Die sollten schnell sterben.
einfach nur schnell verrecken, damit ich keine Probleme habe. So. Lag da nicht. Oh, schade, lag keine Munition. Weg, weg. Das ist jetzt eher weniger produktiv. Renn hin und hol die Datei. Lass fallen. Und weg ist er. Wunderbar. Ich will mich nicht mehr oft treffen lassen. Das ist das Problem. Ja! Komm! Verrecke! Bitte! Nein! Hallo? Ach, der ist tot. Oder hat er sich weggebackt? Denn ich finde hier momentan nicht wirklich Munition. Hä? Normalerweise hätte der Munition droppen müssen. Scheiß drauf. Die sind doch eh alle scheiße. Die wollen doch eh alle, dass ich sterbe. Ja, ja, die schießt wieder rum. Da ist noch einer, das weiß ich. Also, ich kann mich nur daran erinnern, dass er normalerweise eigentlich immer nach da vorne hingerannt ist. Aber nein, wenn er keinen Bock hat, muss er ja nicht. Keiner zwingt ihn dazu. So. Na. Da werde ich wieder den anderen Weg zurückgehen. Damit ich nämlich nichts vergesse. Ich meine, ich würde sowieso wieder denselben Weg da... Ja, wunderbar. Genau. Ich komme jetzt, wenn ich diesen Weg hier gehe, komme ich auch wieder zu demselben Punkt wie gerade eben. Aber... Oh! Verdammte Axt, war das knapp. Mir ist das so ein wenig sicherer. Dann weiß ich wenigstens, dass ich hier noch ein paar... Zeig dich doch! Mann! Wie gesagt, dann weiß ich wenigstens, dass ich hier noch einige Gegner habe, die ich besiegen kann. Hallo? Ach nein, mit Sicherheit wieder Tausende mit Bazooka und so. Nein, gar keiner mit Bazooka, wollte mich verarschen. Ist ja mal was Neues. Na. Aber hier sind jede Menge Leute, da muss ich mal sagen. Hallo? Hör doch mal auf. Ich kann doch nicht jede Menge Kugeln schlucken. Mann. Hier vorne geht's auch noch irgendwo rein, da. Genau, da vorne, das sehe ich ja schon. Erstmal... Nein, nicht hinhocken. Die zweiten sind schon mal weg. Das ist super. Komm. Oh, ich habe den in die Eier geschossen. Kollege, das tut mir so leid. Ah. Jetzt mal ohne Witz. Das tut mir echt leid, dass ich dem jetzt gerade in die Eier geschossen habe. Sowas wünscht man nicht mal seinem engsten Feind, ey. Fall einfach um. Geh einfach weg. Hat die Knarre gerade noch weitergeschossen, nachdem er tot war? So, Energie ist nicht wieder ganz voll, aber immerhin habe ich einiges dazu bekommen. Das ist doch super. 50 Gegner. Wunderbar. Ich habe eigentlich alles abgegrast, was geht. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt klappt. 52 Gegner. Ich bin gespannt. Bitte, 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 3 Sterne. Bitte, bitte, bitte. Yes, baby! Juhu! Wunderbar! Ich werde jetzt hier erstmal den Part beenden, Leute. Ich kann einfach nicht mehr. Das waren zu viele... Zu viele Raketen, zu viele Panzerschreck. Oh Gott. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.